Ja, es soll jetzt um die Linearfaktor zerlegen des Terms 2x² plus 7x minus 4 gehen. Was ist der erste Schritt, was wir machen? Ja, bitte. Genau das. Und dann können wir die Mitternachtsformel anwenden. Ja, also a ist 2, b ist 7 und c ist minus 4. Daraus auch dann die Mitternachtsformel. Das bedeutet dann minus 7 plus minus Wurzel 7 Quadrat minus 4 mal 2 mal Klammer minus 4 geteilt durch 2 mal 2. Dann ist das minus 7 plus minus Wurzel 49 plus 32 geteilt durch 4. 49 plus 32. Ja. Gut, ja. Und 49 plus 32 ist 81. Das Wurzel ist 9. Ja, da hat man, daraus kommt dann jetzt 1, ist 1,5 und jetzt halb. 1,5 ist minus 7 plus 9, das ist 2, Viertel ist 1,5, jawohl, und? x2 ist minus 4, weil minus 7 minus 9 ist minus 16, geteilt durch 4 ist minus 4. Genau das, so, und jetzt wollen wir die Linearfaktorzerlegung hinschreiben. Wie lautet die Linearfaktorzerlegung? X minus 1,5 und x plus 4. Nicht und, sondern bitte, da muss geistig ein Mal dazwischen stehen. Jo, und warum ist das jetzt falsch? Da fehlt der Faktor 2. Genau, das heißt, das a muss davor stehen. Das heißt, sonst ist die Linearfaktorzerlegung falsch. Also habe ich, oder unvollständig, vielleicht kann man es auch so sagen. Man muss aufpassen, weil wenn ich die Probe mache, muss da wieder 2x² stehen. Was nicht da steht, wenn ich das mal d mache, durch x², brauche ich noch die 2 dazu. Gut, gibt es da Fragen dazu?